Hallo, herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Schauen wir mal in den 3D-Drucker. Wir haben 71.000. Wir könnten es in... Oh, wir haben auch keine Waffen mehr. Was kostet die denn? Okay, die scheint nichts zu kosten. Wir haben auch keinen Taser mehr. Scheiße, ich fand den Taser super. Ach, ausrüsten. Okay. Ausrüsten und für den zweiten Waffenplatz können wir da unseren Taser wieder draufpacken. Haben wir den noch? Ah, wir haben noch alles. Okay. Alles klar. Perfekt. Jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Ich würde gerne die Nebenoperation Schadenfreude mal machen. Geschäftsführer von Home demütigen. Also, was für Fragen? Los geht's. Hier oben muss es irgendwo einen... Ach, der war da drin. Wir verdienen mal noch ein bisschen Geld und dann würde ich sagen, wir kaufen uns den Quadrocopter, wenn wir ein bisschen Asche, Schotter, Zaster, Kies zusammen haben. Dann geht's rund. Dann geht's rund. So, so, so. Haben wir hier irgendwo ein Auto? Dann muss es wohl der fette Cadillac sein. Ist ein Cadillac, oder? Global Motors. Also ein GM-Fabrikat. So. Was haben wir? Schadenfreude. Auf der Karte anzeigen. Ach, wird automatisch gemacht. Okay. Los geht's. Ich glaube, die haben Startschwierigkeiten. Wir helfen denen mal kurz. So einfach geht's. Okay, auf geht's. Hier gibt's noch irgendwo Geld. Da hinten drin. Das lohnt sich manchmal richtig, da mal reinzuschauen. Also, das ist es. Police Department. Da oben ist es Geld. Ah, shit. Wir könnten jetzt alle platt quetschen. Aber ich fürchte, da haben wir nichts für. Ich habe eine Idee. Ich frage mich, ob das geht. Alles gut. Ich frag mich. Oh nein. Was zum Teufel? Steuerung. Geht das? Keiner bleibt bloß da oben drauf liegen, sonst werde ich sauer. Warte, bis ihr das hier seht. Das werdet ihr nicht glauben. Nein. Was soll der Scheiß? Och Mann, das ist nicht fair. Ein schöner Jumper. Dann mal los. Okay, eine Notfallabschaltung. Kommt sofort. Na, scheiße. Schade, hätte ja klappen können. Wir sind so lange mit dem Ding rumgefahren. Ich weiß nicht, warum die auf einmal den Jumper da oben runtergeschossen haben, obwohl er nicht aktiv war. Ärgerlich. Aber gut. Immerhin wissen wir, dass es so in etwa funktioniert. Als nächstes kaufen wir uns dann die Drohne. Es lohnt sich dann richtig, den Quadrocopter. Okay, jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Irgendwas hat hier gerade komisch geknistert. Okay, hallo, hallo, hallo. Das fährt jetzt wieder hoch. Ah, das war noch von dem Polizeiding. Da oben müssen wir anscheinend hin. Nehmen wir nochmal Trick 17. Das ist ja ein SUV. Noch eine neue App. Ach nö. Nö. Marks, aufgepasst. Hier ist eine CTOS-Box, die befreit werden muss. Wo ist der Haken?
Klappe. EVP-Schrott. Jetzt wird's lustig. Bam, voll auf die Fresse. Okay. Okay, da ist unser Steven CEO. Bader. Ich hoffe, das Workout, das er kriegt, gefällt ihm. Los, hau ihn von den Socken. Wir können das nicht hacken. Süchtig nach Online-Poker. Und Party. Oh, jetzt wird's witzig. Das ist easy. Mann, ist alles okay? Ja. Oh. Oh, nice. Es ist gemein, ich weiß, aber hey. Alter, wo ist unser alles Auto? Alles mitgekriegt? Marcus, das war das Schönste, das ich heute miterleben durfte. Ich schicke das Video raus. Der bloße Anblick eines Idioten, der vom Laufband fliegt, könnte der Welt Frieden bringen. Seit wann stehst du auf Frieden? Also rein metaphorisch gesprochen. Nice. So, was ich jetzt endlich mal machen werde, außer mich anders hinzusetzen, ist unsere Forschungspunkte aufzugeben. Fahrzeughacking ist schon mal ganz nice. Können wir damit? Was können wir damit? Ja, damit könnten wir Helikopter loswerden. Oh, wie gut ist das denn? Motor Override. Die Kerndaten suchen wir mal. Bei Gelegenheit. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht sollten wir unser Botnetz doch mal ein bisschen ausbauen. Basteleien. Stadtzusammenbruch, CTOS Exploits. Was ist das? Das können wir ja. Okay, können wir das noch nicht? Löse Tore und Dampfleitungen aus? Nein, das können wir schon. Ach nee, das ist noch eine andere Art von Auslösen. Okay. Fernsteuerung wollte ich auch noch was machen. Trickser und Geist. Verbesserter Sprung. Geschwindigkeitsschub. Ich glaube, wir bauen den Quadrocopter mal ein bisschen aus. Weil das ist das, was wir ja sowieso am meisten verwenden. Okay, und dann brauchen wir Kerndaten, um es voll auszubauen. Okay. Fahrzeughacking, haben wir hier noch irgendwas? Motor Override. Rein damit. Immer praktisch. Dann werden wir auf jeden Fall den Exploit noch machen. Stadtzusammenbruch. Botnetz, da werden wir auch noch ein bisschen nachbessern. Um 2 und um 2, da ist es glaube ich egal, welche Richtung wir gehen, oder? Das mal machen. Ja, machen wir nochmal 2 drauf. So, okay, jetzt haben wir noch ein paar mehr Ressourcen. Basteleien. Sprengsatz. Nee. Elektroschockgerät. Oh, das ist nice. Ja, das hätte ich gerne. Und das dann mit dem Jumper irgendwie kombinieren. Das wäre nett. Ansteuerung, Social Engineering. Was machen wir da noch? Trickser, Profiler. Dicke Bankkonten. Wer damit? Und was ist das? Verdächtige gefunden. Gangangriff. Oh, nee. So, lassen wir es mal dabei. Und wir haben wieder ein paar Follower dazu gekriegt. Nice. Was ist Sache? DedSec App. Hauptoperation, Nebenoperation. E-Card Challenge. Mission verfolgen. Auf der Karte anzeigen. Nice. Okay. Würde ich sagen. Jetzt melde ich als Turbo Skills. Nice. Unsere Autos haben jetzt einen Nitro-Schub. Sogar der fette Cadillac. Wir testen das gerade mal hier. Wow, okay. Geht schon mal nicht schlecht ab. Ich wette, mit einem richtigen Sportwagen würden wir hier abheben. Nein.
Ka-ching. Ah, das ist schön, dass wir ein bisschen Kohle einsacken können. Oh. Apropos Kohle. Wir brauchen den Quadrocopter. Es hilft nichts. Dann kaufen wir uns den mal. Dann kaufen wir uns den doch einfach mal. Natürlich falsch abgebogen. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, das ist peinlich. Achtung. Oh, Verzeihung. Oh, oh, das klang hässlich. Nein. Mach Platz. Bleib auf der Straße, Penner! Sorry. So, was ist Sache mit den Pollern? Können wir die jetzt noch auslösen? Ach, egal. Wir drucken uns erstmal den Quark-Drohkopter. Und dann sehen wir weiter. Klonk, klonk. Brauchen wir den überhaupt? Wir sparen das Geld erstmal. Wahrscheinlich ist irgendwann die Story zu Ende und wir haben Tausende von Dollar, Hunderttausende und können sie nicht ausgeben. Das wäre natürlich peinlich. Wir müssen die Kerndaten für den verbesserten Sprung und sowas finden. Wir müssen vielleicht auch mal ein paar Waffen drucken und alles, aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Da oben ist jemand mit dicker Brieftasche und ich komme nicht ran. Wie ärgerlich. Hey. Dude. Hey, yo, T-Bone. Bin bereit, Mann, total bereit. Nein, im Ernst. Hacktivist-Modus aktiviert. Hey, Mann, wie kriegen wir Blumen? Was? Halt dein Joystick fest, Kleiner. Ihr werdet euch zur Blumen hocharbeiten müssen. Auch mit meiner Hilfe. Ray, briefst du ihn etwa ohne mich? Das wollten wir gemeinsam machen. Nein, ich wollte dich nur nicht stören. Nicht stören? Du störst nicht. Na komm, Marcus, briefen wir. Okay. Also... Sehen wir uns doch mal die großen Datensammler an. Unsere Freunde bei Noodle. Bei jeder Suche, von Discount-Kühlschränken zu Bulldozer-Pornos, lernen sie immer mehr über euch. Datenprofiling-Grundkurs. Genau. Aber du wusstest nicht, dass Bloom diese Daten schon in ihren dreckigen Fingern haben. Oh, scheiße. Das ist echt gut, Sitara. Noodles Daten sind genau das, was Bloom braucht, um Bellwether zu stärken. Noch mehr Kontrolle zu bekommen. Wenn wir an diese Munition rankämen, könnten wir haufenweise verschiedene Ziele angreifen. Dabei kann ich helfen. Ihr könnt Noodle nur von der Serverfarm aus hacken. Und ohne Freigabe kommt ihr nicht in die Serverfarm. Scheiße, man kommt nicht mal aufs Gelände, wenn man kein Angestellter ist. Was glaubst du, von wem Rob Zombie hier seine Infos hat? Sag mir, du hast die Freigabe. Nein, Mann, ich versuche gerade nicht aufzufallen. Einer meiner Chefs sitzt mir schwer im Nacken. Marcus könnte sich als Angestellter ausgeben. Oh, er kann sich nicht nur als einer ausgeben, Sitara. Sag ihm, was du mir gesagt hast, Horatio. Die Nudelbusse. Ich habe Ausweispapiere besorgt. Du musst das Ding einfach nur reinfahren. Dann werden die dich für einen unserer Busfahrer halten. Shit. Wow, nichts wie los. Alles klar. Hey. Legen wir los. Hey. So, also ist... Ah, okay, es geht noch nicht direkt los. Ich wollte erst noch... Oh, Entschuldigung. Ich wollte erst noch ein paar Sachen veranstalten. Drohne drucken oder nicht drucken? Das ist die Frage. Die ist halt so teuer. Was kostet die hier? 40.000. Mit Schalldämpfer. Ich will halt ungern Leute umnatzen. Weil anscheinend... Gut, der Betäuber. Betäubungswerfer. Wir können mal gucken, ob wir ein paar Lackierungen haben. Der Zeug. Okay. Irgendwas. 64.000. Wir könnten uns natürlich ein fettes Scharfschützengewehr kaufen. Wovon wir im Endeffekt aber nicht wirklich was haben.
Ach, scheiß drauf, ich druck den Quadrocopter jetzt. 67.000. Her damit. So, da ist das gute Stück. Ziemlich groß sogar. Und er kann sich falten. Hat was. Kann auch fahren. Preisfrage. Können wir den hier drin? Geht das nicht mit H? Na, doch. Geil. Nice. Ob wir gut genug sind, den da durchzusteuern? So, wir haben den Schlüssel. Und mit dem Schlüssel, wenn ich mich noch recht erinnere, konnten wir hier hinten rein und hier aufmachen und eine neue Jumper-Lackierung mitnehmen. Na, siehst du wohl. Da hätten wir das auch geschafft. Ja, es läuft wieder hier bei DedSec. Und anscheinend sind die nicht hauptberuflich Hacker, sondern haben auch noch abseits davon ein Leben. Der eine arbeitet anscheinend bei Nudel, wie wir mitbekommen haben. Ah, unsere Bocknetzressourcen. Wir können jetzt wesentlich mehr Zeug anstellen. Was wissen wir eigentlich über sie? Aha, Marketing-Admin. Oh, die verdient gut. War mal Welt. CTOS-Fehler. Ach. Sieh mal einer an. Webinhalt-Designer. Schön. Schön, schön. Alles klar, da würde ich sagen. Auf geht's. Warum mache ich das eigentlich so? Sage und Wein. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Geld ausgegeben. Ich hoffe wirklich, wir haben nicht zu viel Geld ausgegeben. Wenn wir jetzt noch die Klamotten kaufen müssen. Du dumme Kuh, renn doch nicht auf die Straße. Moment, apropos Geld. Catching. Okay, wir gehen in den Modeladen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.